furchtbares Erdbeben wird Tokio vernichten. Wir müssen die Bevölkerung warnen. Als nächstes erzählen Sie mir, dass Sie das Gras wachsen hören. Vor Katastrophen zu warnen ist nicht unser Job. Das wäre Sache der Regierung. Wenn das Publik wird, bin ich ruiniert. Merken Sie denn nicht, dass die Eruptionen von Tag zu Tag stärker werden und näher kommen? Außerdem steigt der Wasserspiegel von Tokio. Ich habe alle Nachrichten, die uns erreicht haben, genauestens untersucht und durchdacht. Und ich sehe immer noch keinen Grund für Ihren Katastrophenprognose. Eine Millionenstadt in Panik. Zerstörung von unvorstellbarem Ausmaß. Earthquake. Flammendes Inferno in Tokio. Nichts kann diesen ungeheuren Naturgewalten standhalten. Selbst die modernste Technik ist hier machtlos. Wer verschont bleibt, ist dazu verdammt, tatenlos zuzusehen. Es sah erst so aus, als ob das Erdbeben sich beruhigt hätte. Aber das war offensichtlich ein Irrtum. Sie sind doch Verteidigungsminister. Wo ist die Marine und wo ist die Luftwaffe? Ein Teil der Luftwaffe ist zerstört und die Marine kann nicht eingreifen. Earthquake. Flammendes Inferno in Tokio. Wir werden alle sterben. Mensch, das... Halt, Maul, ich hab dir doch gesagt, du sollst ruhig sein. Jetzt halt endlich die Klappe, du Idiot, was uns hier alle noch hören. Seien Sie doch still. Jeder von uns hat Angst. Wach auf, du darfst nicht sterben. Du musst leben. Es gibt kein Entrinnen aus dieser Hölle. Was die Menschen in Jahrzehnten aufbauten. Ist alles in Schutt und Asche und das in wenigen Minuten. Hunderttausende mussten sterben. Was heißt Hunderttausende? Wahrscheinlich sind Millionen tot. Earthquake. Flammendes Inferno in Tokio. Ein Holocaust der Naturgewalten.